Das ist bis jetzt, glaube ich, der einzige noch unbekannte Raum. Ihr seid ihr, sterbliches Wesen. Ein Fleischling, der aus den Ebenen in dieses Gefängnis der Tanari gerissen wurde? Ich kann den Blutkrieg nicht an euch riechen, sterbliches Wesen. Sprecht rasch, oder ihr werdet Opfer meines Zorns werden. Wir Tanari wurden in dieses endlose Labyrinth gerissen. Und wissen nicht warum. Wir haben alles versucht, aber die Ebenen bleiben uns verschlossen. Unsere alten Feinde aus dem Blutkrieg, die Scheusale aus Bator, sind ebenfalls in diesem Labyrinth. Wir haben eigentlich keinen Zweifel daran, dass wir durch ihre Intrigen hier gefangen sind. Wenn wir sie zerstören, werden wir freikommen. Mhm. Aber die Bartetze sind stark, sehr stark. Es war schon eine Herausforderung zum... Vielleicht könnte ja ein sterbliches Wesen wie ihr... Nein, nein. Ihr riecht förmlich nach Rechtschaffenheit und Kuhn. Es ist wohl besser, ich töte euch gleich und erspare mir weitere Probleme. Okay. Das dann ist der... Oberdämon. So. Hä? Oberdämon. Daemon. Diamon. Dämon. So. Keine große Herausforderung. Nächstes Tor. Succubusraum, okay. Nun gut. Das ist wieder der Dämonenstein, also Succubus. Succubus. Was immer ihr wünscht. Und ich würde lachen, wenn es hier in den Startraum zurückgehen würde. Ja, Startraum. Okay, dann zum Dämonenstein zurück. Natürlich. So, Startraum. Okay, für die paar Dämonen, die hier auf uns lauern, können wir keine Magie wirken, ja, weil wir hier keine Magie wirken können. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja? Fragt nur. Ja? Wohl was anderes ausprobieren. Okay, hier drin misslingen Zauber ebenso. Und es gibt Fallen. Hier kann ich keine Zauber wirken. Ja? Mein Zauber hat versagt. Tut mir leid. Keine große Herausforderung. Ja? Ja. Kann ich mich zurückziehen, bevor die mich angreifen? Also, ich meine...
Ihr wisst schon, in den Ei ins Einsprengsel. Ich warte. Ach, kann im Kampf nicht gewirkt werden. Okay. Nächste Frage. Geht das Einsprengsel überhaupt in der Zone hier? Keine große Herausforderung. Ich warte. Ja gut, das Einsprengsel scheint mächtiger zu sein als die anderen Sachen. Hey Kespiner. Kespiner stolz dem großen Zeig mal, was du kannst. Ja, Edelstein. Ja, Xitzdorn. Flegel, ja. Habt ihr Drachen getötet, ja. Oh, weiße Drachenschuppe, oder? Könnte ich zu guten Schuppenpanzer machen. Schütz gegen Kälte um nur 5000 Goldmünzen, wollt ihr? Lust, okay, weg mal. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Mhm. Geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden. Vieles. Kälteresistenz, dreimal täglich. Kältekegel, Rüstungsklasse minus 2. Ah. Was hast du da gerade an? Indikus Feldharnisch ist gegen hinterhältige Angriffe immunität, Magieresistenz. Ja, von minus 9 aus minus 11 und du kannst nicht gut. Rüstung des Hirsches, der macht nur minus 2 Rüstungsklasse und ist schwer. Der ist recht leicht. Ja, plus 1 auf Geschicklichkeit, das ist recht gut. So, das heißt, der kann verkauft werden. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Ja. Rächerschwert. Xylstorn. Flegel. Buch. Ein Buch? Ja. Moment, hier ein Handschuh. Nur einer? Was macht ihr denn mit sowas? Oh, Moment, da ist noch einer. Seid ihr etwa ein Rockstar oder so? Da ist der zweite. Das sind die Handschuhe des Barons. Ich habe ein Rezept, die sie wirklich toll machen, aber das braucht eine Menge Edelsteine. Ein Diamantensaphir, ein Smaragd, ein Schurkenstein habt ihr leider nicht alle. Müsst etwas hier drinne haben, was die ganze Sucherei lohnt. Kleines weibliches... Nichts. Nichts kann okay. Nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Ja, Spitzbubenstein hätte ich. Fragen wir nochmal. Stolz, den Gucke, was. Der sicher. Was haben wir denn da? Ja. Moment, hier. Diamant, Saphir, Smaragd und Schurkenstein. Okay. Nichts. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr. Auch gut. Wieder putzen gehen. Also den Spitzbubenstein, den hätten wir schon mal. Aber ja, die Badenhandschuhe können wir uns schenken. Ich habe keinen Baden dabei. Die wären vielleicht für den zweiten Playthrough gut, wo ich einen Baden hätte. So. Quicksafen. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Ich warte. Furchtschutz. Das da sprechen. Ja. Ach, ein Schutz vor dem Bösen wäre nicht schlecht. Göttliche Macht. Das da. Oder doch das da. Natürlich.
Dann bitte einmal zurück, wo wir hergekommen sind. Bitte ohne unsere Zauber alle zu löschen. Ja, super. Zauber gescheitert, entfernt meine Zauber teilweise. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Okay, okay. Oh, hier ist das Zauber gescheitert, kurzzeitig weg. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Ja, stimmt. Bei allem, was anständig ist, ich bin... Das sollte nicht sein. Spür die Hand der Gerechtigkeit! Braucht schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Eine große Herausforderung. Okay, hat's aufgehört. Gut. Nun gut. Du hattest nur Geld dabei? Nur, achso, da ist der zweite, gut. Ah, gut. Ja. Die Dienerin der Natur ist bereit. Zum Glück sind Heiltränke keine Zauber, sondern Alchemie. Fragt nur, was möchtet ihr? So, dann gucken wir mal. Hinter Tür Nummer 1 verbirgt sich... Der Dämonenstein, okay, Dämonenraum. Ich habe keine große Herausforderung. Dämonenstein. Gut. Hinter Tür Nummer 2. Ja, was immer ihr wünscht. Eine Falle, okay. Succubus. Blauer Dämonenraum. War das hier der blaue Dämonenraum? Ja, das ist der blaue Dämonenraum. Wahrscheinlich, ja, hätte ich ihn so nennen sollen. Ja, verstanden. Aber ich weiß ungefähr, um was es geht. Keine große Herausforderung. Okay, okay. Schön. So, ist hier unten noch eine Falle? Nee, aber ich schätze, an jeder Tür ist eine Falle hier oben. So, so, und wir noch bei der letzten Tür. Also das ist der rote Baum gewesen. Los, geht klar. Oder war es der Kambion? Egal. Ich habe mittlerweile eine so ungefähre Ahnung. Okay, Succubusraum. Was immer ihr wünscht. Ich habe ihn noch nicht mal aufgedeckt hier gehabt. So, Succubus. Wenn ihr es wollt. Und hinter der letzten Tür. Wer seid ihr, sterbliches Wesen? Ein Fleischling, der aus den Ebenen in dieses Gefängnis...
Ja. Keine große Herausforderung. Unser netter, freundlicher Dämon, den wir noch besiegen müssen. Oh,